Weiter geht's auf dem Emsradweg. Und wir machen uns auf dem Weg von Hünschel nach Haaren. Und die Sonne meint es auch heute wieder ganz besonders gut mit uns. Heute auch wieder ein heißer Tag. Schon über 30 Grad. Stehen wir hier natürlich jetzt in der prallen Sonne. Sollten uns vielleicht gleich ein schattiges Plätzchen suchen. Kurz vor Haaren. Man sieht hier schönen Sandboden. Hier wird angebaut jede Menge Mais. Eigentlich zu trocken für den Mais. Der wird hier vielfach bewässert. Viel Sonne und kein Regen. Darüber freut man sich eigentlich. Doch wo etwas wachsen und gedeihen soll, da geht's nicht ohne Regen. Hier im Emsland sind die Sandböden so ausgetrocknet, dass sie künstlich beregnet werden müssen. Mitten im Herzen des Emslandes, unmittelbar angrenzend an die Niederlande, liegt die Schifferstadt Haaren. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes ein idealer Ankerpunkt. Die Ems und der Dortmund-Ems-Kanal bestimmen seit jeher das Bild der Stadt. An der Ems-Schleuse 1 mündet der Haaren-Rütenbrock-Kanal in die Ems. Der Haaren-Rütenbrock-Kanal gilt als einzige schiffbare Verbindung zwischen der Nordsee und dem Rhein, direkt in das niederländische Kanalnetz. An der Schleuse befindet sich die Schifffahrtsmuseumsanlage mit dem Schleusenwärterhaus und den Museumsschiffen. Sie bilden den zentralen Punkt der maritimen Meile von Haaren. Die Helene ist ein Nachbau des legendären Schiffes, das um die Jahrhundertwende 5-mal den Atlantik nach Brasilien überquerte. Von weitem sichtbar ist die 60 Meter hohe Kuppel der St. Martinuskirche, die auch Emslanddom genannt wird. Eine Besichtigung ist zurzeit aufgrund von umfangreichen Renovierungsarbeiten leider nicht möglich. Wie in Haaren seit fast 500 Jahren Korn zu Mehl gemahlen wird, kann man im Mühlmuseum erfahren. Auf dem Gelände um die Meersmühle wurden verschiedene Gebäude wiederhergestellt, zum Beispiel das Backhaus und das Müllerhaus, in dem unsere Vorfahren in einem großen Raum wohnten und wirtschafteten. Wir kommen aus Drunsdorf, Nähe Steinmuder Meer, Landkreis oder Region Hannover, und wir sind mit dem Niedersachsen-Ticket bis Rheine gefahren, und da war unser Einstieg Rheine, Lingen, Meppen und jetzt Richtung Papenburg. Und ihr habt jetzt auf dem Endziel ist leer, und dann geht es wieder zurück mit dem Niedersachsen-Ticket, weil wir haben gesagt, das ist unser Einsteigermodell. Wir machen erstmal 3 Übernachtungen, 4 Etappen, und dann lassen wir das mal einen Tag sacken und dann überlegen wir uns, wie gut uns das gefallen hat. Aber bisher finden wir es sehr entspannt. Wetter ist gut. Manche stöhnen vielleicht zu heiß, aber man braucht wirklich nur eine kurze Klamotte und hauptsächlich Getränk. Wasser. Ne? Wasser muss immer dabei sein. Wasser muss dabei sein, genau. Und ansonsten, ja.
einfach genießen auch. Ne? Wie war das denn mit den Unterkünften hier? Habt ihr immer gute Unterkünfte gefunden? Wir haben nicht gefunden, wir haben sie im Prinzip ja schon im Vorfeld gebucht. Wir haben uns also gesagt, bevor wir irgendwo nachher abends spät die letzte Absteige finden, gucken wir schon mal im Internet, wo man Quartier vorbuchen kann. Das haben wir so auch gemacht. Für uns war klar, 50 Kilometer so als Endziel am Tag, als Tagestour. Da irgendwo in der Nähe suchen wir uns das nächste Quartier aus. Unser erstes Bett stand dann in Lingen, das zweite dann jetzt auf halber Strecke in wie ist das Dörfchen da? Richtung Meppen raus und dann morgen geht es dann nochmal nach Leer und da endet dann unsere Strecke. Und wir haben also praktisch die drei Übernachtungen, die wir jetzt ansteuern, die haben wir alle vorgebucht. Habt ihr unterwegs schon mal Leute getroffen, die vergeblich nach einer Übernachtung gesucht haben? Ja, die gab es auch. Es gab tatsächlich Leute, die auf dem letzten Drücker Übernachtung gesucht haben, wo man dann tatsächlich den Tipps gegeben hat, obwohl Ruhetag war, haben die dann durch Klingeln tatsächlich es noch erreicht, da noch so ein Zimmerchen für die Nacht zu finden. Und man kommt natürlich auch dann mit entsprechenden Gleichgesinnten auch ins Gespräch, wo man dann halt sich auch austauschen kann, wo man nun letzten Endes nochmal hin will und was man sich eventuell noch anschauen könnte und dergleichen mehr. Und so trifft man den einen oder anderen immer mal wieder. Ja, man ist ja auch ziemlich ländlich hier, ne? So diese ganz großen Städten, so nach Meppen wird es, glaube ich, so ein bisschen weniger mit den Gastwirtschaften und mit den Einkehrmöglichkeiten hier am Emsrand. Das habe ich auch festgestellt. Ja, mal sagen. Mal schauen. Wie gesagt, wir kennen die Strecke jetzt gar nicht bis Papenburg. Über Einkehrmöglichkeiten haben wir uns eigentlich jetzt keine Sorgen gemacht. Wir haben gesagt, die nächstgrößere Stadt jetzt, als nächstes kommen wir dann Richtung Laten. Da wird es garantiert irgendwie einen Kaffee geben, wo man sich ein Cappuccino und ein Stück Kuchen gönnen kann. Das ist eben das, was man gerne möchte. Und dann geht es weiter. Und irgendwo Endziel heute ist eben Papenburg. Auf jeden Fall eine Badestelle finde ich auch immer gut. Bei dem Wetter Badestellen. Wie, habt ihr unterwegs gebadet? Ja, bitte. Wäre hier möglich? Hier, in der Ems. Ja, in der Ems, Badestelle. Und es gibt noch, wo ist unsere Karte? Haben wir schon geguckt. Es gibt noch eine schöne Badestelle im Teich. Hedersee. Hedersee zum Beispiel. Mhm. Ich finde, wenn es so ein Wetter ist, muss man mal kühle, nass irgendwo, wenn es geht, reingehen, einmal abkühlen. Ja, ist die Ems denn so zum Schwimmen auch geeignet? Das weiß ich nicht, das machen wir einfach, wenn sie klar aussieht. Und, Badestellen sind ja nicht offiziell gekennzeichnet in den Karten. Darüber haben wir uns nicht so informiert, aber wir machen es einfach. Ja. Spontan hinein in die Fluten sich stürzen und eine kleine Abkühlung genießen. Genau. Bei Temperaturen über 30 Grad. Genau, und die Zeit einfach dann. Wir haben die Badehose mal griffbereit. Ja. Und nicht sagen, oh Gott, wir müssen aber bis dann und dann irgendwo sein. Dass man so unter einem künstlichen Stress setzt. Die Tagesziele sind dann 20 Kilometer die Stunde müssen wir haben. Nein, wir nicht. Nicht. Wir machen das. Das wäre auch schon ziemlich anspruchsvoll. Ja, das glaube ich auch. Ja, herzlichen Dank und dann wünsche ich euch noch eine gute Weiterfahrt bis Leer. Der Radweg führt uns nun bei Hilte auf eine Emsinsel, denn der Dortmund-Ems-Kanal hat das Land von der Emsschleife abgetrennt und so entstand diese urlandschaftliche Emsinsel, auf der sich ein großer Reiter- und Ferienhof befindet. Und unser Weg führt mitten durch. Der Schleuse Hilter fahren wir am rechten Emsufer weiter nach Laten. Tanz- und Dehnübungen und eine kalte Dusche, das wirkt erfrischend.
Nach der tollen Abkühlung geht's munter weiter. Vorbei an der Schleuse Düte nach Steinbild. Im Marinapark Emstal in Walchum gibt es ein gemütliches Hafencafé. Ach, wie wär's denn dann mit einer kleinen Kaffeepause? Oh ja, Naturjoghurt mit Kiwi und schwarzen Johannisbeeren. Und das Sahnehäubchen, das kommt nicht auf meinen Kaffee, das ist der Ausblick auf den schönen Yachthafen. Da der Dortmund-Ems-Kanal abschnittsweise den Emslauf nutzt, fahren wir entlang der Ems und dem Dortmund-Ems-Kanal. Bei Dörpen mündet der Küstenkanal in die Ems bzw. in den Dortmund-Ems-Kanal. Der Küstenkanal ist eine 70 Kilometer lange Verbindung von der Weser bei Oldenburg bis nach Dörpen zur Ems. Kurz vor Hede passieren wir die Schleuse Böllinger Fähr. Und wer nach Hede fährt, der kommt an ihr nicht vorbei. An der dicken Linde, die auch tausendjährige Linde genannt wird. Ob sie nun wirklich 1000 Jahre alt ist, weiß man nicht genau. Aber alt ist die Linde auf jeden Fall. Und mit einem Stammumfang von mehr als 18 Metern gilt sie als der dickste vollholzige Baum in ganz Deutschland. Die Herbrumschleuse ist die letzte Schleuse vor der Nordsee. Ab hier unterliegt die Ems dem Einfluss der Gezeiten. Im Papenburger Stadtteil Aschendorf befindet sich das Gut Altenkamp, das über 4 Generationen im Besitz der Familie Behnes war. Heute treffen wir Frau Behnes, von der wir sicherlich aus erster Hand einiges zur Geschichte des Gutes Altenkamp erfahren werden. Seit 1785 hat die Familie Behnes hier gewohnt.
zunächst angestellt für die Familie von Fehl und hat es dann anschließend gekauft. Und die hat es gekauft und dann ist das weitergeführt worden? Über wie viele Jahre, wissen Sie das noch? Dann ist es im Besitz der und Eigentum der Familie Benes geblieben bis 1981. Dann ist das Haus Altenkamp mit dem Nebengebäude und der Hauptallee, die auf das Haus Altenkamp führt, mit den dahinterliegenden 275 Jahre alten Taxushecken an die Stadt Papenburg verkauft. Und die anderen Nebengebäude sind nach wie vor in Familienbesitz geblieben. Also die Nebengebäude, und da wohnen Sie jetzt in diesen Nebengebäuden, ist das richtig? Wir wohnen in der 7., 8. und 9. Generation in den Nebengebäuden. Also man sagt, dass der Drost Hermann Anton Bernhard von Fehlen sich mit den Papenburgern gestritten hat, weil die ja Abgaben leisten mussten. Und er deshalb den alten Sitz in Papenburg aufgegeben hat und hier in Aschendorf dann auf dem Gut Altenkamp gebaut hat, wo vorher auch schon ein Gebäude stand. Und das hat er für meine Begriffe für die damalige Zeit 1728 sehr großzügig gebaut. Was hat er denn damit vorgehabt ursprünglich? Also er hat ja dieses Haus als Einfamilienhaus. Einfamilienhaus? So für seine Familie gebaut. Und die Nebengebäude hat er gebaut als hochherrschaftlicher Pferdestall mit doppelter Durchfahrtsscheune. Und das andere Nebengebäude hat er gebaut zum Speichern von Erntegut. Und das kleinere Nebengebäude, was auch an die Stadt Papenburg verkauft wurde, war vielleicht ursprünglich mal eine Orangerie, weil damals ja die Bäume noch nicht so hoch waren. Heute wäre der Platz für eine Orangerie ungeeignet aufgrund des Schattens. Aber damals ist da sicherlich noch ausreichend Sonne reingekommen für die Pflanzen, die man in einer Orangerie anbaut. Was ist eigentlich dieses Stiefelknechthaus? Dieses Stiefelknechthaus ist ein erfundener Begriff von der Stadt Papenburg. Der ist nicht original und nicht authentisch. Das ist der Platz, wo wahrscheinlich im 18. Jahrhundert die Orangerie stand und wo dann später ein anderes Haus auf den Grundmauern gebaut wurde. Ich habe ja noch gelesen hier, dass hier irgendwo einer vorhatte, hier ein Lusthaus zu bauen. Ja, das ist ebenso eine Idee von jemand. Es gibt hier kein Lusthaus und es gab hier auch niemals ein Lusthaus. Es gibt oder gab ein Gartenhaus, was auch anfänglich im 18. Jahrhundert gebaut wurde und was 1798 dann abgerissen wurde, weil es baufällig war. Nach circa 80 Jahren sind auch heute noch Häuser baufällig. Und dann wurde das Stein für Stein abgetragen und ganze und halbe und Viertelsteine wurden gestapelt, ebenso wie Fensterrahmen und blaue Dachziegel. Und die wurden dann verkauft und seitdem gibt es dieses Gartenhaus nicht mehr. Dann ist das Gartenhaus in den 80er Jahren, hat man die Fundamente gesucht und gefunden. Und diese Fundamente kann man da hinten auch noch sehen. Die Familie von Fehlen und Landsberg haben dieses Gartenhaus laut dem Archiven deutlich mehr bewohnt als dieses große Haus. Weil in dem Gartenhaus waren zwei Kamine, die innerhalb kürzester Zeit das Haus erwärmen konnten. Und das war hier in dem großen Haupthaus wesentlich schwieriger. Mhm. Deshalb haben die laut dem Archiv, und das ist nachweisbar, schnell das Gartenhaus aufgesucht, weil es hier im Haus vor allen Dingen in den Herbst- und Wintermonaten klamm und kalt war. Ja, die Wohngebäude oder Wohnzimmer können auch schlecht heizen. Ne? So mhm. war es, genau. Mhm. Ja, dann bedanke ich mich für dieses Gespräch hier. Herzlichen Dank, Vielen Dank, dass wir hier jemanden getroffen haben, hier, der hier Vorfahren hat, die hier tatsächlich gewohnt haben. Danke. Ich bedanke mich auch. Es war mal wieder wunderschön. Wir sagen euch auf Wiedersehen. Wenn's dann wieder weitergeht. Zum Finale auf dem Emsradweg. Bis dahin, bleibt gesund und munter.